Yeah. Und hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge FIFA 18. Jo, was macht man heute? Haben wir das Trainingmenü, haben wir immer noch nicht frei. Nürnberg, jetzt bla Hoffnung, ja bla Aufstieg und so weiter und so fort, ne? So, jetzt geht's mal los hier. Wieder mal ein neues Spielchen, neues Glück. So, ich nehme mal wieder unser Heimtrikot. Wir sind nämlich im Finale, meine Freunde. Wir hauen jetzt das Finale raus. Komm, hauen wir es raus. Ach, die dürfen wir nur rausspielen. Egal. Natürlich der Jan Ringsburg im Finale der Champions Trophy. Ja, so wie sie es gehört hier. Wir sind live dabei. Ja, da ist jetzt hier Flankenbronze und so weiter und so fort. Nee, mach ich jetzt nicht, ich stehe ja nicht dort. Rechter Innenverteidiger macht das. Ja, klar, alles klar. Rechter Innenverteidiger, ne? Schön, soll es das machen. Ich grüße Sie, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind beim heutigen Pokalfinale. Heute gilt's wohl, wer kann die tollen Leistungen in diesem Wettbewerb krönen? In 90 Minuten oder etwas mehr sind wir schlauer. 90 Minuten, wenn nicht sogar noch eher, weil ja wir wieder mal dann ausgewechselt werden. Gwidon Brzkowski ist der Schiedsrichter in dieser Partie. Es schaut aus wie das alte Jahnstadion, ne? Weil wer das alte Jahnstadion kennt, ja, okay, da ist das im Hintergrund nicht so, aber wer das alte Jahnstadion kennt, der weiß, direkt neben dem Stadion ist ein Haus, wo du direkt ins Stadion gucken kannst als Bewohner, ne? Da wohnen auch Leute. Und meine Mama ist eine alte Arbeitskollegin von mir. Die wohnt dort noch, die hat jedes Jahr ein Spiel umsonst gucken können. Das ist echt geil. Und jetzt legen wir hier mal los mit dem Zweitligisten. Jan Ringsburg. Wieder mal. Oder wie heißt in Bayern? Jan Ringsburg. Da wird eine Burg ausgesprungen von Buch. So, auf geht's. Unser Kuppel. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Ach komm, jetzt gerade. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Schade, Schokolade. Und Cookie gibt's den Cookie den Ball. Jonas Niedfels. Chaka. Nicht gut verteidigt. Jetzt ist vielleicht. Nicht gut verteidigt. Chaka! Da ist er drin, ein tolles Tor! Und nach 3 Minuten das Tor von Chaka. Jawohl, Maximus. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Ist ja normal, ne? Ist ja auch Cookie. Und damit haben wir den ersten auf geht's. Dann ja jetzt mit der Mischung von Cookie. Richtig Fahrt aufnehmen. Oh, los geht's. Käffchen steht schon bereit, nimmt er noch. Ja, wir haben es jetzt 7:30 in der Früh. Wo ich euch die Folge aufnehmen, ne? Falls ihr es mir nicht glaubt, wartet. Da wird er gestört. Ihr habt so die Uhr. Oben. Habt ihr kurz die Uhr gesehen, weil ich das zumindest glaubt, dass es wirklich 7:30 in der Früh ist, wo ich euch das ganze Zeug hier aufnehme. Zack. Chaka. Chaka. Gut gearbeitet, oh. Er hat den Ball. Komm, das ist ja kein Ding für den King hier. Und. Ich laufe mich schon frei. Chaka. Ja. Chaka läuft sich frei. Ah, das wird nichts. Gehalten! Jetzt schießt er! Und das Tor! Das Ding. 3-0 für uns und. Wie geht der Fan gesagt? Von Jan. Ich bin zwar Jan-Fan, aber. Ich bin zwar Jan. Ja, Anfang, aber ich weiß, die... Scheiße, ich bin ein schlechter Fan. Ich weiß von Bayern München, weiß ich auch, wenn ich mit Sturm des Südens und so. Aber von Jan auswendig weiß ich es nicht. Bin ich echt überfragt. Gerade.
Jonas, wunderbar platziert der Ball. Und nehme ich jetzt euch mal. Ich hole euch den Soundtrack. Ach, den hole ich noch in der Halbzeit schnell. Den hole ich noch in der Halbzeit. Da hat er den Doppelpass. Sehr gute Leistung. Klasse Abschluss, den hat er super. Ich will sie jetzt einmal durchhalten. Und mit dem 3 zu 0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Nicht ausgewechselt wird. Was schwer wird. Okay, gut, dann bleiben wir halt extra stehen. Chaka. Und laufen das langsam. Easy going. Und so. Weil ich will natürlich das Finale hier mal durchspielen. Da kommt der Schuss. Tolle Aktion vom Tor. Schade, schade. Gleich kommt der Exos rein. Komm, gib mir den Gubi. Gib die Ball. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. Noch eine Ecke. Warte. Na gut, dann machen wir es halt so. Cookie bringt den Ball. Oder auch nicht. Und jetzt die Chance. Wirklich eng. Oh, guter Schuss. Das war eng. Das war eng. So, den Ball hier nochmal auf YouTube eingeben. So. Jetzt haben wir bei die Wiederholung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wollte ja eigentlich den Ringsburg-Rap von Dice. Mark Leis. Rechts mit abspielen lassen, ich weiß. Chaka. Ich weiß nicht, ob das Feingesang ohne die Monetarisierung mir kostet, aber. Das wäre mir in dem Punkt gerade. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das ist eine beruhigende Führung für gehört. Sie. Schnell kurz. Aber. Nee, ich hab's nicht gehört, glaube ich. Nicht. Ich hab's bloß gehört. So. Jetzt vielleicht. Das ist heute so, sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. So. Das war schon sein drittes Tor. So, ich glaube, das ist ein fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach so, nicht unter Kontrolle. Ich lade euch nebenbei das Lied runter. Ne? Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5 zu 0. Weil das Ding ist schon gelaufen. Chaka. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Und so. Erstmal geklärt. Und hier geklärt. Sehen wir den Treffer und noch einmal. Ehrlich. Super reagiert und fantastisch umgesetzt. Alter. Ich weiß nicht, ob sie das Piepsen gerade gehört hat. Aber Pass. Und jetzt die Chance. Die Ecke könnte Gefahr bringen. Er läuft, er macht das gleiche noch wie vorhin. Schuss! Den hält er super! Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Ich habe extra auf Passen gedrückt eigentlich, Leute. Oliver Heinz. So. Jetzt ist hier alles voller Verteidiger. Der Pass! Nichts zu halten hier! Ich wünsche euch das Lied mit rein. Tor Nummer 3, klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So. Es ist wahr, es ist wahr. Abseits ist wohl Tick zu früh gestartet. So.
Soll ich das hier mal... Ich mach's euch aus, weil das kann man sich nicht mehr anhören. So, ich gucke jetzt nochmal in der Halbzeit nach einem besseren. Weil das ist ja... So, warte. So, jawohl, ich hab was, wo ich gefallen wird. So, scheiße, jetzt sitzt es hier. Warte, ich muss jetzt nehmen. Nein. Ja doch, wir haben gewonnen. Wir haben wieder Tor geschossen, jawohl. 7-0, jawohl, super. Unser Cookie ist auch gut dabei noch. Och, lass mal nebenbei den Kommentator wieder laufen. Jetzt wieder. Er passt auf und das wirft sich in den Schuss. Wunderbare. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Warte. Versucht mit dem Kopf. Jawohl, der Georgi. Ich meine, also das richtige Jahr gut hoffentlich. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. So, ja, da sieht man es, das Training zahlt sich aus, Wolf. Das war eine richtig gute Ecke. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein so. Ich lasse mich hier in Jan Hündel spielen, nebenbei. Ja, Regensburg, wir werden immer zu dir stehen. So wird es ein altes Bündnis, Friends forever. Und wer macht das Ding? Cookie mit der Jamburg. Ja, wir lassen dich niemals allein. Denn in unseren Herzen wirst du immer erste Liga sein. Jawohl, und da geht's auch dieses Mal hin. Da geht es auch hin dieses Mal, meine Freunde, in die erste Liga. Der Jan wird in die erste Liga aufsteigen. Vor dem Tor. So. Und wer wird ihm dabei helfen? Jonas Niedfels. Unser lieber Cookie. Der wird jetzt hier langsam ran, dass er die zweite Halbzeit noch mitspielen darf, komplett. Und das ist schon sicher. Schießt er ihn rein! Was eine Chance! Latte! Und jetzt per Kopf! Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Schön war's. Wär's gewesen, das 10-0 noch in der ersten Halbzeit, oder? Ich glaube, es 10-0 wär's gewesen. Oder machen wir den Sack. Der Sack ist eh schon gelaufen. Das Spiel ist schon gelaufen. So. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Hm. Viel geht also nicht mehr. Ja, viel geht nicht mehr, ein Tor. Wer wird's schießen? Unser lieber Herr. Du musst mir hin und Blick frei. Das war sauber, er holt sich den Ball. Zu. Und jetzt ist die Halbzeit vorbei. 45 Minuten sind rum. So. Und das Halbzeitergebnis war so ganz sicher nicht vorherzusehen. Eins ist klar, wenn Sie in Hälfte 2 so weitermachen wie bisher, dann wird es schwer, Ihnen die Trophäe noch streitig zu machen. Die ja, Trophäe diese ist sicher, wir sind Champion. Es wird schon was werden. So, gleich weiter. Wir machen gleich weiter. So, los geht's. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht viel passieren. Wir brauchen uns nicht immer konzentrieren. Jetzt ist es vorbei. Schlecht verteidigt. Blamage. Immerhin noch nicht. Dann ist das. Er zieht ab! Ein unfassbares Tor! 10. Tor. So, wie sieht's gut.
erstmal noch einen Schluck Käffchen. Ein Käffchen-Schluck. Hier nochmal dieser Treffer. Und wir sind im Siegen. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Und den Ball hat er sich geholt. Oh, der Kicker hat Fehltestung, kann mal sein. Das geht so, das kann man jetzt mitnehmen. Jetzt gucken wir nochmal drauf, auf die Zeitlupe. Schönes ein sensationelles Tor. Da kann man nicht meckern. Kann man auch nicht meckern, das ist geil gemacht, unser Cookie. Oh. Abseits, abseits, abseits. Nee, Jonas Niedfels. Setzt mit dem noch die ganze Krone auf, oder? Mal jetzt auf. Nimmt das alleine mit allen auf. Was für ein Tor! Mach mal auf. So, Nummer 9. Cookie. Da zeigt er seine technischen Fähigkeiten und kommt vorbei. Und lässt es sich nicht nehmen, auch noch selbst abzuschließen. Richtig gut gemacht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie liegen deutlich vorn, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Das ist auch eine klare Nummer. So. Es ist Bewegung auf der Bank, gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Ja, aber niemand von Kuki hoffentlich. Ein guter Kopfball. Und der Ball. Guter der Kopfball. Geibel. Der ist Geibel. Guter Mann. Ja, jetzt hatten die Hunde von SS Fabian auch noch. Schöne Vorlage im 16er. Hier ich geh doch raus. Ja, er behält die Übersicht. Ich geh raus. Wir schauen uns leider nicht zu Ende. Es steht 12 zu 0, Freunde. Und das Spiel geht. Es wird 12 zu 0 ausgehen und ich hab's euch versprochen. Sie wird kommen. Und Vollgas natürlich. Ja, Regensburg, wir werden immer zu dir stehen. Wir haben es geschafft, wir sind Champions. Friends forever, wir werden niemals von dir gehen. Ja, Regensburg, wir lassen dich niemals allein. Denn in unseren Herzen wirst du immer erste Liga sein. Regensburg, bei dir sind wir zu Haus. In deinen Kneipen gehen wir ein und aus. Und selbst wenn es auch mal regnet, bist du unser Sonnenschein. Denn du hältst ebenso genau wie wir zu unserem Verein. Ja, Regensburg, wir werden immer zu dir stehen. Ein altes Bündnis, Friends forever, wir werden von dir gehen, Jan Regensburg, wir lassen dich niemals allein, denn in unseren Herzen wirst du immer erste Liga sein. Ob hoch oben oder unten, ob bei Tag oder bei Nacht, mit deinem ungebrochenen Willen hast du uns Jahnsinn gemacht. Und der schönste Platz auf Erden ist neben dir am Fußballfeld. Denn hinter dir zu stehen am Tower, das ist alles, was zählt. Ja, Regensburg, wir werden immer zu dir stehen. Ein altes Bündnis, Friends forever, wir werden niemals von dir gehen. So, und damit ist auch die Hymne heute zu Ende jetzt. Und auch die heutige Folge geht hier mit auch zu Ende. Dass wir die Hymne von Jahren, nochmal ganz uns, ja nicht ganz angehört haben, aber
zum Teil angehört haben, mit reingenommen haben in die Folge, weil wir den Pokal gewonnen haben. Und seid auch gespannt, wie es nächstes Mal weitergeht. Lasst ein Like und einen Kommentar da, falls euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr öfters die Hymne hören wollt, oder auch mehr Jahn-Lieder hören wollt, mehr Fangesänge, ich werde es euch runterladen. Schreibt es in die Kommentare rein, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, und wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, haut auf die Abo-Taste drauf. Damit unterstützt ihr mich echt gut, und ich bin auch schon dankbar für die jetzt fast 50 Abonnenten, was schon da sind, aber dafür gibt es auch dann, sagen wir es mal so, wenn wir es schaffen, sagen wir 20 Daumen nach oben, ja, 20 Likes machen wir jetzt mal, ist eine machbare Sache, 20 Likes und ich 20 Likes und ja, machen wir 20 Likes, dann mache ich ein 49 Abonnenten oder mache ich ein 50 Abonnenten Special, wenn wir am 50. Abonnenten gekriegt haben. Was haltet ihr davon? 20 Likes brauche ich noch, müsst ihr auf das Video drauf geben, dann gibt es das 50 Abonnenten Special. Also haut rein, liken und kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und reingehauen.